Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1317 zu einem ZVP mal wieder. Und das ist nochmal taiwanisches Matchup. Taiwanesisches Matchup? Glaube ist besser. So, und wir haben einmal den Zerg hier vom Team Chin Air Green Wings tatsächlich. Es ist Rex. Und sein Gegner ist der Protoss von vorletzten Match. Das ist But Always. Die beiden auch knapp gegeneinander gerankt. Es steht 6 zu 3 für Rex in Sachen Serien und 16 zu 8 in Sachen Maps. Und ja, But Always. Ich habe ihn nochmal mit dabei, denn ja, wir haben da was bei ihm ja auch gesehen im letzten Game. Da sehen wir es auch schon wieder. Er mag seine Void Ways wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Und bin mal gespannt, was Rex' Plan dagegen ist. Interessanterweise, Rex hat auch einen gewissen Ruf, allerdings nicht mehr so wie früher. Rex war nämlich zu Heart of the Swarm Zeiten als der Swarm Host King bekannt. Er war eine der Spieler, die Swarm Hosts geliebt haben. Und hat, ja, die sehr, sehr häufig und sehr, sehr viel verwendet. Inzwischen ist der Swarm Host ja ein anderer. Im Vergleich zu damals, wie in Heart of the Swarm war, hat sich einiges geändert. So, wir sehen jetzt erstmal Void Ray auf die Jagd nach Overlords. Kriegt Overlord Nummer 1, ein zweiter ist gerade nicht in der Gegend. Und danach gibt es eine Robo und einen Twilight Counselor mit dazu. Also erstmal Rundumschlag im Tech von But Always, nachdem er den ersten Overlord Kill gemacht hat. So. Void Ray damit geht auf Scouting-Tour. Wir haben Drones, Queen unterwegs und Speed-Upgrade. Währenddessen beim Protoss kommt direkt Charge, interessanterweise. Also But Always hier wohl doch nicht ganz direkt mit voll Void Ray unterwegs, sondern schickt das eine Void Ray hier durch die Gegend. Spore-Call ist unterwegs für Rex. Aber dann noch, wie es aussieht, Zealot. Erstmal Zealot Pressure, wenn er das noch Chrono Boost. Wie viel Vespingas sammelt er? Ne, er sammelt dafür zu viel Vespingas für wirklich einen vernünftigen Zealot-Push. Und ja, da gibt es aber trotzdem mal weitere Gateways. War Prism ist mit unterwegs. Auf jeden Fall, der Zerg wird ja nicht ewig Ruhe haben. Er geht erstmal auf den Roach von und einen Leertech hier bei Rex. Hat nicht so viel verloren an dem Void Ray bisher. Er weiß natürlich, dass es da ist und dass es umschwirrt, aber ja, ansonsten hat es noch nicht viel erreicht. Zwei Dinge in Overlord und ein Creep-Tumor. Jetzt gibt es noch ein bisschen mehr Damage hier. Aber auch da ist ein Spore-Crawler mit dabei, der ein bisschen hilft. Das Void Ray will stattdessen den Overlord haben, wirft extra Prismatic Alignment Diff an, weil da macht man Bonus-Damage gegen die Obis. Aber jetzt das Void Ray, ja, bricht die restliche Aktion ab. Wir haben Temple Archive mit unterwegs, also das wird dann Zealot Archon? Ein Archon-Drop? Wäre das dann wie eine dritte Basis mit Schildbatterie? Und hier rennen ein paar Linge schon durch die Gegend. Bisher von Rex, ja, okay, da kommt sein erster Go, und zwar 10 Roaches unterwegs. Die wird er auch brauchen können. Gegen, ja, hier ist nämlich gerade ein Templar im Reinworben. Die waren so Archons. Ja, für die Archon-Defense auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man ein paar Roaches parat hat. Die Linge sind da nochmal rangerannt. Da sind ein paar sonstige Einheiten unterwegs. Aber an sich gibt es eben die dritte Base. Hier sind aber auch Queens und Roaches. Also für die Archons kein leichtes Ding, hier irgendwas zu tun. Die geben ihr Bestes, aber wie man sieht, der Schaden hält sich massiv in Grenzen. Und wir haben jetzt hier einen Infestation Pit auch schon unterwegs. Rex taggt also nochmal weiter, nimmt weiteres Vespingas. Und was wir hier bei But Always sehen, ist ein zweites Stargate und auch ein drittes Stargate zusammen mit einer Forge. Ich glaube, ich weiß, auf was das rausläuft bei ihm. Sein Ziel kennen wir inzwischen. Da werden noch mehr Void Rays gebaut. Das trifft sich natürlich gut gegen die Roaches. Aber Infestation Pit, das könnte problematisch werden mit Infestoren und Fungal. Theoretisch auch dann mit Hive Tech und Vipern. Aber ist die Frage, was Rex genau hier vorhat. Momentan hat Geld nicht wirklich auf der Bank. Ist da noch kein Spire unterwegs, aber ich glaube, er weiß ja noch gar nicht von den weiteren Stargates. Ne, er kam überhaupt nicht in die Mainbase. Ja, Void Ray Produktion wird wieder angeworfen, plus 1 Air Weapons ist unterwegs. Und somit, But Always macht einmal das gleiche Spielchen, nimmt hier nochmal einen Overseer raus und damit das Scouting für den Zerg nach wie vor. Ja, nicht sonderlich gut, nicht sonderlich einfach das zu tun. Und wir haben jetzt einen Nydus noch mit unterwegs. Waren das Swarm Hosts? Er hat einen Infestation, ja, da kommen auch die ersten Swarm Hosts. Es gibt tatsächlich Swarm Hosts Nydus Push von Rex, und das ist eine interessante Wahl, denn so schön Swarm Host Nydus auch ist, schießt halt nichts nach oben, ne? Wie will Swarm Host Nydus und auch die Roaches, wie wollen die jemals die Void Ways erreichen? Das wird spannend.
Man kann natürlich versuchen, die Warriors ein bisschen so auszumanövrieren. Die haben nämlich noch kein Speed-Upgrade. Die haben noch keinen Flux-Veins. Sind so nicht unbedingt die schnellsten Einheiten in der Welt. Erstmal die Archons lasern sich durch den Swap halt durch, um das Warp weiter zu beschützen. Aber Swarm muss werden gehört. Da kommt jetzt auch der Fleet Beacon mit dazu für den Protoss. Die Queens versuchen hier natürlich gegen das Warp irgendwie zu bestehen und die Archons loszuwerden. Aber Warp fliegt hier einfach weiter. Mehr Void Rays, mehr Swarm. Wir sind bei 9 Stück. Es kommen aber 3, 12 Swarm dann unterwegs. Bisher Nydos Position noch nicht wirklich mit dabei, weil die Vision fehlt für den Zerg. Rex hat eine vierte unterwegs. Das ist die hier mit dem Bonusgas. Währenddessen sehen wir, Void Ray Anzahl wächst und wächst und das kann wirklich ein Problem werden. Und ich glaube, momentan weiß Rex noch immer nichts von seinem Glück, dass er auf wahnsinnig viele Void Rays treffen wird. Ich bin gespannt, wie er das jetzt sieht. Jetzt sieht er die ganze Masse in Void Rays, jetzt weiß er, auf was er sich da vorbereiten muss, was da auf ihn zukommt. Sofort werden drei Queens angedrückt, plus eins Mr. Dex ist immer mit dabei. Das hilft, aber die Roaches natürlich machen hier herzlich wenig gegen die Void Rays. Flux Veins auch unterwegs für diese Void Rays und die Sommers sind da und bisher noch nicht wirklich was erreicht. Das spawnt immer einer mitten rein. Also bisher der Sommerspawn für Rex geht überhaupt nicht auf. Hat immer noch das Harassment-Problem, hat hier Void Rays gegen sich, Spockel und Queens geben jetzt ihr Bestes, um da zu defenden. Das schaffen sie auch erstmal. Aber es kommt halt noch mehr eher die Archons allerdings, die sind gerade alleine und die werden gesniped. Das heißt, die Mainbase ist immer mal safe. Auch die Salads hier werden Stück für Stück abgefangen. Man hat also nicht so viel Damage, aber die vierte Basis erwischt es. Währenddessen kann hier nochmal gesaved werden. Es sieht danach aus. Aber wir haben natürlich jetzt 17 Swarmos aus dem Feld, noch ohne Einsatz. Die stecken alle im Nydos-Netzwerk und haben noch bisher keinen einzigen Spot gefunden, den sie auf der Map angreifen können. Und ja, je länger die Swarmos inaktiv sind, desto schlechter. Jetzt gibt es erstmal einen relativ defensiven Nydos hier von Rex. Aber einfach, um sich in Position zu bringen. Und natürlich auch, wenn der Protoss den Sound hört, kann sich Bad Always ein bisschen, muss sich Bad Always ein bisschen darauf einstellen, dass er sich umguckt. Er hat jetzt auf jeden Fall den Sound gehört. Oder bei erstmal noch mehr Lufteinheiten. Und zwei Carriers auch unterwegs und ein Mothership. Also, das wird schwierig für die Swarmos. Swarmos sind zwar gut, aber nicht gegen Lufteinheiten gut. Muss sein, Mr. Dex ist mit unterwegs. McQueens werden gebaut. Es kommt ein Spire mit dazu. Die Void Rays treffen jetzt hier gleich auf die Roaches. Aber der Zerg rennt jetzt erstmal allen vorbei. Und der Plan ist tatsächlich, die dritte anzugreifen. Und die Void Rays sind gerade nicht da. Und vielleicht ist die Hoffnung noch da, dass der Nydos den Rückzugspunkt gibt für die Swarmos, damit man die nicht verliert. Auf jeden Fall, der Locust Wave ist mit dabei. Chill bei der Overcharge wird da nicht viel helfen. Die DPS ist sehr, sehr krass. Die Roaches mit dazu. Die Swarmos sind auf der Flucht. Währenddessen, die Roaches versuchen hier noch weiter für Ablenkung zu sorgen. Die Void Rays aber kleben schon den ersten Swarmos dran. Da wird nochmal weitere Nydos gebaut. Aber die dritte Basis hat Schwierigkeiten hier von Bad Always. Er hat hier seine Army nicht ganz bereit. Zieht jetzt die Void Rays mit zurück. Das heißt, die Swarmos überleben. Das heißt, die Roaches werden hier ihr Ende finden. Aber wie viel Schaden machen die noch? Die machen sehr viel Schaden bisher. Die killen 20, 23, 24 Worker hier. Also die komplette dritte Basis wird abgeräumt an Workern. Und jetzt aber die Carriers mit dabei, es wird wahnsinnig dringend Anti-Air von Rex benötigt. Er schickt jetzt hier die Swarmos vor die Natural und kann da vielleicht nochmal gleich die nächste Locust Wave absenden. Kann auch einiges an Schaden anrichten, nochmal Lingron bei auf Richtung dritte Basis. Die Warriors werden dessen düsen durch die Gegend, versuchen einfach den Zerg überall zu finden, aber die Swarmos sind bereits wieder verladen. Die Locusts landen hier nochmal rein auf die Natural und machen darauf Damage, aber die Carriers sind mit dabei. Die Hunden währenddessen, die dritte wird angegangen, die dritte wird ziemlich da auch keine Schildbatterie wirklich mit dabei, die helfen kann. Und die dritte Basis wird hier fallen, also eine Base weniger, die Natural währenddessen wird auch low. Da werden nochmal Probes gebaut, 45 zu 65 Worker. Und Rex baut gerade 16 Corruptor, um das Air-Problem in den Griff zu kriegen. Die Dinge währenddessen werden nochmal gejagt und können da nichts mehr tun. Mandelschiff ist jetzt aber auch mit dabei, es gibt nochmal Nydos hier, um die Natural nochmal anzugreifen. Aber die Protoss-Luft-Einheiten, die haben jetzt keinen Bock mehr und die fliegen gerade einfach fröhlich über die Map. Und wenn die sich zusammensammeln, ich weiß nicht, ob Rex die Feuerpower hat, um gegen so viele Carrier durchzukommen und Void Rays. Also wir sind bei 10 Void Rays, 4 Carrier mit noch plus 1, mit plus 2 unterwegs. Die Basis wird kurz angegangen, jetzt kommt die Corruptor nach vorne. Kann da Rex defenden. Momentan treibt den Protoss ein bisschen vor sich. Jetzt geht es auf die ersten Void Rays. Void Rays lasern jetzt zurück. Da kommt aber das Mothership mit dazu. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Aber die Detection ist mit dabei. Die Detection wurde gerade rausgerissen. Das heißt, das einzige Ziel, das der Zerg gerade hat, ist das Mothership. Und das tankt natürlich massiv viel weg. Und wie man sieht, das Mothership tankt so viel weg, dass die Corrupt einfach alle hinschmelzen. Die Queens schaffen es nicht genug, hier gegenzuhalten. Und momentan die Protoss-Armee ballert einfach fröhlich weiter. Das Bockel hilft jetzt nochmal in die Detection. Das Mothership, ja, ist da nochmal. Ne, es ist low, aber es ist noch nicht der Fokus. Stattdessen geht es auf ein weiteres Void Ray. Carrier ballern aber auch mit rein. Jetzt geht's nochmal das Mothership. Mothership ist damit down, aber es ist an Corrupt und nichts mehr übrig. Denn das sind die Swarmos, wurden oben nochmal ausgeladen. Aber Rex, ja, er hat seinen Protoss mit geschwächter Economy, aber er hat selber halt nicht die Army, um diese Lufteinheiten in den Griff zu kriegen. Jetzt geht's nämlich an die Queens. Das eine schon direkt down. Die ziehen sich weiter zurück, aber es gibt halt auch keine Spockel, die hier irgendwie helfen momentan. Es sind drei Spockel noch irgendwo auf dem Feld, aber momentan läuft die Circle einfach nur rückwärts. Es gibt nochmal eine Locust Wave an der Natural und die räumt auch durch die Natural durch, wie man sehen kann. Also von der Natural ist dann auch nicht mehr viel übrig. Ja, das Problem ist gerade wirklich die Army von Protoss. Die lasert sich einfach durch alles durch, auch wenn das Mothership down ist. Den Rest der Protoss
Luftgruppe interessiert das überhaupt nicht. Plus 1 Flyweb Attacks ist jetzt noch mit dabei, aber Rex, ihm fehlt einfach die Masse an Corruptern, um das hier in den Griff zu kriegen. Der Swarmhost-Plan war vielleicht kein schlechter, aber er kam einfach zu spät in den Einsatz. Und ja, Mandy fehlte dann einfach der Konter auf die Lufteinheiten, von denen Rex einfach keine Ahnung hatte. Er hat da relativ blind reingespielt und somit, ja, kam die Void Ray Army etwas überraschend für ihn. Und dann auch, ja, haben die eben seine Roaches problemlos zerlegt, auch wenn Rex sehr viel Economy-Schaden angerichtet hat mit der Truppe, das muss man schon sagen. Es hat dann einfach nicht gereicht, weil die Army war einfach zu krass. Wir können das, glaube ich, im Mining gut betrachten. Da ist das Mining abgestürzt für den Protoss, aber das Problem war, währenddessen die Zerg Army war nicht krass genug, um das hier aufzuhalten, was sich da schon angestaut hat. Und somit macht Bad Always hier tatsächlich das 1-0. Mal sehen, ob Rex da eine Anpassung für Map 2 parat hat. So, Map Nummer 2 ist Everdream. Und wir haben einmal mehr ein Stargate Open Up. Diesmal gibt es etwas. Ja, für Bad Always Verhältnisse ungewöhnlich ist, nämlich ein Oracle Opener. Trotzdem das Stargate, aber eben dieses Mal das Oracle, kein direktes Void Ray. Währenddessen mal sehen, was Rex Pläne so werden. Der Overlord hier hinten hängt erstmal auf seinem Highground rum. Oracle fliegt direkt rüber und wir haben aber auch ein zweites Stargate mit Nux, also es kann natürlich trotzdem noch ein Void Ray Plan werden. Ich denke, das wird ein Void Ray Plan werden, weil bisher, ich meine, Bad Always ist 3 von 3 bisher, was das angeht. Nein, er baut einen Phoenix. Er baut einen Phoenix, er wird doch nicht seinen Plan ändern, aber anscheinend schon. Anscheinend baut er auch andere Lufteinheiten außer Void Rays. Und Carrier dann im späteren Spielverlauf. Nein, anscheinend auch Oracles und Phoenixe. Von ganz allein und nicht als Reaktion auf Mutalisken. So, Oracle fliegt weiter durch die Gegend, versucht mal ein bisschen durchzulasern, killt da die ersten 3, 4 Drones. 5 Drones, okay, das Oracle macht sehr viel Damage, weil der Spock einfach nicht mehr dabei ist. Also Oracle bedankt sich für die ganzen Kills. Und währenddessen ist Doppel-Stargate Phoenix unterwegs. Mal sehen, was Rex' Plan dieses Mal ist. Da kommt erstmal wieder Leertag Roach Warren. Oracle kriegt nochmal ein paar Hits ab. Er lebt noch, aber ist schwer angeschlagen zu diesem Zeitpunkt. Aber als nächstes treten natürlich die Phoenix in Aktion. Ja, hier gab es noch Geplänkel mit Zelle zurück gegen Linge. Und da kommt die dritte Basis, aber auch für den Protoss. Wenn das dann kommen, ein ganzer Haufen an Linge hier für Rex. Könnte das ein Counterattack auf die dritte wagen? Das kann auch funktionieren. Denn Phoenixes sind natürlich nicht gut in der Anti-Ling-Defense. Und die Zelle sind auch nicht so grandios, vor allem weil sie sehr, sehr weit draußen stehen. Das heißt, die sind Surround-Potenzial. Und das soll auch der Surround kommen. Die Zelle versuchen sie nochmal in eine bessere Position zu bringen. Stattdessen sind sie einfach nicht mehr dabei, um die dritte zu defenden. Da kam aber frisch 2 Adepts mit dazu. Also am Ende reicht die Defense, wie es aussieht, gerade noch so hier für Bad Always. Und wie man sieht, das Oracle klebt da dran an den Dingen. Und es kommt diesmal direkt ein Spire. Phoenix-Anzahl ist am Anwachsen. Ist schon ordentlich hoch. Und da kommt auch plus 1 Attack. Mehr Phoenix im Bau. Und dann wird gleich Rex nicht mehr so viel Spaß an der Sun. Aber immerhin ist bei ihm dieses Mal ein Spire schon unterwegs. Das heißt, der Konter auf Phoenixe wird nicht so lange auf sich warten lassen. Und dieses Mal ist auch noch kein Swarmhost-Plan unterwegs. Also da wird er kein Geld rein investieren vorher. Und ja, die Queens treffen da schon mal auf die ersten paar Phoenixe. Die Phoenixe versuchen, okay, sie haben sich kurz überlegt. Den Fight gegen die Queens. Man sieht, der hat gerade den Massenlift noch kurz gesehen, aber das wurde dann gecancelt. Das war dann doch ein bisschen zu riskant. Einzelne Queens kein Problem. Die Masse in Queens bekämpfen, das ist etwas problematischer. Wie man eben sieht bei Transuses, kann der Zerg nochmal ordentlich gegensteuern. Rex muss trotzdem aufpassen, dass seine Queens eben nicht die ganze Zeit out of position gehen, denn irgendwann hat man nicht alles an Energie parat und dann, wie man sieht, gibt es einfach doch den Massenlift. Die Phoenix versuchen sich durch die Queens durchzusetzen. Na, da gibt es mal Last Second Transuse, der hält die Queen nochmal ein bisschen länger am Leben. Mehr Lift sie einfach, die Phoenix liften so ziemlich alles. Das heißt, kaum DPS haben wirklich die Queens zu beschädigen. Das sieht ein bisschen lächerlich gerade aus, wie einfach alles in der Luft rumhängt. Jetzt die Queens wieder gelandet, jetzt kommt der Spockel auch mit angelaufen. Es werden nach und nach weniger Queens, aber auch die Phoenix, die hauen natürlich ihre ganze Energie raus. Aber Stück für Stück kommen sie durch die Queens durch, auch wenn es eine sehr zähe Angelegenheit ist. Und jetzt nochmal Spockel mit dabei, da wird jetzt mal die Overlords kurz belagert. Am Ende kostet das Spielchen hier 2 Phoenixe, aber 5 Queens. Also am Ende hat sich das hier gelohnt für Bad Always. Allerdings, die 10 Corruptors sind bereits unterwegs und dann müssen sich die Phoenix etwas mehr in Acht nehmen. Es werden immer noch mehr Phoenix, es kommt ein drittes Stargate mit dazu. Hier gibt es ein bisschen Drone-Damage und Overlord, der gesniped wird. Das heißt auch Supply-Bug mit dabei, eine Larve wurde da geliftet und noch mehr Queen-Lifts. Und da ist eine Queen mit sehr viel Energie mit dabei. Die möchte man eigentlich nicht verlieren, aber die Queen wird fallen. Alle Queens werden hier fallen, wie es aussieht. Die Phoenix im Mann einfach völlig weiter diven, jetzt über den Spockball ist denen komplett egal. Die Corruptor kommen jetzt mit dazu, aber die Corruptor sind auch nicht so schnell, um Phoenix zu jagen. Ein paar Phoenix gehen jetzt hier und da vielleicht gleich noch down. Ich glaube, da treffen nämlich jetzt auf die Phoenix. Da ist nochmal der Spockball auch mit dabei. Die Corruptor fliegen hier rein. Die Reaktion von Bad Always ist ein bisschen später. Das heißt, die Corruptor können ein bisschen zurückschlagen. Können aber ein paar der Phoenix killen. Währenddessen kommt eine vierte Basis mit dazu.
Und wir sehen mehr Corruptor plus 1 Flyer Weapons, aber auch wieder Void Ray Produktion, die beginnt hier über der Always. Also anscheinend das Spiel pendelt sich dann doch wieder auf Void Rays ein. Ja, sieht danach aus, Triple Void Ray Produktion läuft, Chrono Boosts mit drauf. Währenddessen Rex hat 63 Drones, hat natürlich wahnsinnig viele Queens verloren, 9 Stück hier schon gestorben. Das sind ja 1350 Minerals, was er da schon reingesteckt hat. Heißt natürlich auch, Injects sind ein bisschen geschwächt und die Linge rennen nochmal auf die vierte Basis, dann machen da ein bisschen Damage. Man sieht, die Phoenix ist nicht so toll gegen Zerglinge, der Nexus wird nochmal richtig low tatsächlich. Jetzt kommt die Corruptor nochmal mit dazu. Und der Corruptor fight ist einfach weiter und merken jetzt aber, okay, erstes Voidrace ist mit dabei. Wir können einfach umdrehen, kurz das Oracle, genau. Mach genau den Move, das Oracle mal kurz snipen. Ja, kommt jetzt der Fleet Beacon mit ran. Der Nexus ist angeschlagen, aber er lebt noch. Vielleicht kann man da später mit den Corruptern vorbeifliegen und draufkotzen. Es sind nämlich mehr Corruptor unterwegs. Und währenddessen die Phoenixe fliegen hier weiter durch die Gegend. Wir haben 73 zu 65 Worker, also Zerg hat noch solides Income, wachsende Anzahl an Corruptern plus 1 Million Attacks auch mit unterwegs. Trotzdem, es werden wieder mehr und mehr Void Rays, wir haben gesehen, Bad Always ist ziemlich gut mit Void Rays. Er fühlt sich auf der Einheit wirklich wohl. Hier mal Drones ohne Schutz, das heißt einmal Easy Kills für die ganzen Phoenixe und dann auch gleich für die Adepts. Weil auch wenn hier Corruptor durch die Gegend fliegen, das heißt natürlich nicht, dass man auf dem Ground irgendwas hat, um gegen die ganzen Adepts zu defenden. Man sieht da, die Drones werden direkt rangezogen, also sollten direkt weggezogen werden, aber stattdessen gehen noch mehr Worker down, 11 Drones down. Es werden nochmal ein paar mehr, die werden einfach rausgefokust, gerade von den Adepts. Die Linke geben sich größtenteils mit den Queens zusammen und somit 13 Kills auf die Worker, 70 zu 62 und ich glaube, der nimmt Rex gerade einfach ein bisschen zu viel Damage. Aber gut, er war halt nicht so ganz darauf vorbereitet, denn es kommt wieder mal Flux, wenn es da kommt ein viertes Stargate, die Phoenixe fliegen genau durch die Gegend, die Corruptors sollten hier eigentlich einen guten Abfangkurs finden, wie man sieht, die sind nämlich in der Nähe. Wenn die Phoenixe da weitere Corruptor jagen, treffen sie auf die ganze Masse, trotzdem die Phoenixe können versuchen wegzufliegen, müssen aber ein bisschen an den Corruptern vorbei und da kann man nochmal reinkiten mit den Corruptern. Zweiter Schuss, lässt auf sich warten, geht nochmal ein Phoenix down. Es sind einige Corruptor in der Luft und es kommt ein plus 2 Attack Upgrade auch für die Corruptor. Wir sind bei 22 Corruptern, also das könnte tatsächlich auch die Void Rays komplett überrumpeln. Das ist genügend Corruptor-Masse. Aber es kommt, ja, einfach das weitere Stargate, mehr Void Rays. Da kommt, ja, Flux Vayne jetzt auch endlich mit dazu, plus 2 auch für den Protoss unterwegs. Und da kommt Fungal, also da kommt, beziehungsweise da kommen Infestoren, und da kommt Pathogen Glance, das Synergie-Upgrade, das Instant Fungal mit dabei ist. Wenn das treffen die Void Rays gerade auf die Corruptor, die Corruptor denken sich, ja, nope, das ist gerade nicht der Move. Nicht mit Guardian Shield und allem. Doch, sie wollen hier für einen Moment fighten, wollen einzelne Einheiten hier snipen. Es ist eine fünffach weitere Produktion am Laufen. Ja, vier Basen, Protoss, das heißt, die Economy läuft ziemlich gut. Und hier wird getradet. 22 Corruptor, 21 Corruptor, 12 Void Rays immer noch, 4 Phoenixe noch auf dem Feld. Da ist ein Stalker mit dabei und 2 Sentries da unten am Boden, aber die man für den Fight relativ wenig aus. Linge werden jetzt auch gebaut, Mediatex 1 ist auf den Lingen mit drauf. Pathogen Glance wird bald fertig, Hivetech ist mit unterwegs für Vipern. Und die Fungal Parasitic Bomb kommt natürlich tödlich für die ganzen Einheiten hier in der Luft. Die Frage ist, kann Rex das landen? Hat er genügend Zeit, um das überhaupt vorzubereiten? Denn Hivetech dauert noch. Und selbst dann noch Vipern dazu zu kriegen, dauert noch mehr. Hier ist auch einzelnes Void Ray. Nein, möchte man nicht angreifen. Seht jetzt hier, dass eine neue Basis geplant ist. Linge rennen sofort ran. Und die Linge treffen aber hier gleich auf Zealots. Die Zealots haben noch keinen Charge, sind also nicht so grandios geil. Corruptor kiten weit nach hinten. Infestoren werden gebaut. Es sind 22 Corruptor, 15 Void Rays aber inzwischen. Es kommen noch 5 Void Rays mit dazu. Also, wenn bald mehr Void Rays auf dem Feld als Corruptor, wieder mal Bud Always mit seinen Void Rays. Fliegt einfach fröhlich über die Map, aber er könnte sich halt in so einer Position einen richtig ekligen Fungal einfangen. Und dann stürzen sich die Corruptor auf den Fight. Also, das ist ziemlich klar. Hier erstmal nochmal der nächste Fight. Transfusers mit reingezündet. Guardian Shield ist wieder mit dabei. Die Linge können es aber anrennen. Da kommt nochmal Force gegen die Linge. Und Phoenix geht dann nochmal down. Das heißt, Phoenixe sind so ziemlich weg. Es sind keine Phoenixe mehr dabei. Die Cells werden surrounded von den ganzen Lingen hier. Die Corruptor versuchen jetzt nochmal mit zu fighten. 17 Void Rays, 19 Corruptor. Wo sind die Fungals? Da ist der erste Fungal. Erster Fungal ist drin. Die Void Rays nehmen sehr viel Damage, werden jetzt gespillt. Da kommt nochmal ein Follow-up-Fungal. Die Void Rays nehmen Schaden, aber es scheint nicht genug zu sein. Die Corruptor engaged jetzt. Es sind aber noch 15 Essen. Im Protoss macht gerade Mono-Battles mit Void Rays. Er hat 13 Void Rays auf dem Feld. Und das ist alles, was er an Einheiten hat. Er lasert sich gerade nur mit Void Rays vorwärts. Die 16 Corruptor geben hier bestes Kiten nach hinten. Aber die Void Rays sind wirklich ein Riesenproblem. Berserk Alignment bremst einen Teil der Void Rays jetzt hier aus. Jetzt geht es mal in den direkten Fight. Aber es sind einfach nicht genügend Corruptor für Rex, wie man sieht. Sein Army Supply, da ist einfach auch fast nichts möglich. Es kommen nochmal Vipern mit dazu, aber es ist halt schon nichts mehr übrig an Corruptern. Das heißt, es fehlt das Follow-up, die Void Rays lasern sich die dritte Basis auseinander und das Mono-Battlen an Void Rays für Bad Always. Es funktioniert ein weiteres Mal. Der Typ ist ein Void Ray-Zauberer, wie es scheint. Der mag seine Void Rays so gerne und ja, es funktioniert irgendwie. Seine Void Rays funktionieren mit Flux Vayne. Er kommt da durch, er lasert die Zergs weg und da ist eigentlich nichts mehr, was zu Rex normal kann. Er ist 60 Supply hinten. Die Void Ray-Anzahl ist immer noch am Wachsen. 5 pro Runde.
Und die dritte Basis ist da und die vierte Basis läuft gar nicht erst bis... Ne, die vierte Basis hier oben, die fünfte Basis läuft nicht. Die vierte läuft tatsächlich ab, die Warriors gehen jetzt weiter Richtung Natural. Da kommt nochmal eine Parasitic Bomb, aber auch da wird gegengemicrot, dass sie nicht so viel Schaden machen. Die Corruptor, ja, können sie halt nicht so nah ranwagen. Rex, da kommt einfach nur das GG. But always, und die Void Rays. Das ist so die Story dieser Gruppe, wie es scheint. Deswegen, ich habe Sorg gegen mich, jawohl, baue ich Void Rays, funktioniert. Und ja, irgendwie funktioniert das auch. Also scheint ganz lustig zu sein. Einfach Void Rays pumpen, Speed Upgrade erforschen und los geht die Party und gucken, dass der Zerg einfach nach und nach tot gelasert wird. Ja, sowas kann es geben. Also schöne Performance hier von But Always. Wäre sehr spannend geworden, wenn Rex in seiner ersten Map sein ja, Swarmos Damage hätte irgendwie früher ranbringen können, denke ich, wäre das Match noch ein bisschen anders geworden. Die Map Nummer 1. Wenn die Swarmos hätten direkt irgendwo Damage gemacht. Weil es halt, da gingen einige Sekunden verloren, wo die Swarmos einfach im Nydos rumhingen und so, jawohl. Und jetzt hängen wir hier rum und können nichts tun. Und das war, denke ich, wirklich ein Problem. Und somit ein bisschen, ja, enttäuschend gelaufen hier für Rex, kann man echt sagen. Weil das ist Gruppenphase, das heißt, er ist jetzt aus der Gruppenphase raus. Aus der Gruppe kommen weiter Haas und But Always. Die Haas-Games waren leider nicht sonderlich spannend, darum habe ich euch von denen keine gezeigt. Und ja, But Always hat sich einfach die Zergs vorgenommen. So kommt man auch durch. Und für Rex jemanden, der bei Chin Air eigentlich ist, wie gesagt, ist nicht unbedingt das beste Ergebnis für ihn. Aber gut, das war dieser Cast. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.